So, angekommen, ich bin am Flughafen, denn von hier aus geht es jetzt nach Leipzig auf die TC, Touristik und Caravaning. Und ja, wie gesagt, wird ein Überraschungsbesuch, denn ich habe mir überlegt, ich fliege mal ganz spontan zur Messe von Köln nach Leipzig und überrasche mal den Tobi. Ja, mal schauen, was er dazu sagt. Ich hoffe, er wird sich freuen. Ich war auch noch nie in Leipzig auf der Messe, aber jetzt, wie gesagt, machen wir erstmal einen Check und dann ab zum Gate und dann los geht's. Ja, angekommen. Flughafen erst hier in Leipzig und jetzt sind wir hier unten an dem S-Bahnhof. Von hier aus geht es jetzt noch genau eine oder zwei Stationen weiter mit der Bahn. Und ich habe noch ein paar Minuten, was gucken wir mal auf die Uhr. Ja, noch 10 Minuten, dann fährt die Bahn und dann geht es rein zur Messe. Und dann gucken wir, dass wir da alles finden und dann melde ich mich nachher von der Messe wieder. Also, bis gleich. Ja, ich habe es geschafft. Musste ich da unten fast eine Stunde warten, weil die Presse, das Akkreditierungszentrum, die Pressestelle, die war noch zu. Und da musste ich jetzt warten erstmal, bis die da ankommen. Jetzt laufe ich mal in die Glaskuppel hier rein. Sehr schön. Und dann schaue ich erstmal da runter und werde euch dann mal ein paar Bilder zeigen. Ich drehe euch mal gerade rum. Sehr imposant. Ah, hier oben ist ein Outwell schon. Und von hier geht es dann auch ab in die einzelnen Hallen. Ich mache euch mal einen kurzen Blick hier runter. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's auf die TC in Leipzig. So, mal gucken, welche Halle bin ich jetzt eigentlich? Ah, ich glaube Halle 3. Und ja, hier ist dann auch wieder Detlefs vertreten. Rapido, Kabel, Adria, alle vertreten hier. Also richtig schon mal sehr schön. Und es ist noch ziemlich leer, denn die Messe hat offiziell noch nicht eröffnet. Und ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen hier rum. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht die ein oder andere Roomtour mache. Weiß ich aber noch nicht. Denn ich habe ja vor kurzem erst die ganzen Fahrzeuge, die neu sind, für euch auf dem Caravansalon gefilmt. Deswegen, aber vielleicht entdecke ich ja das ein oder andere und dann kann man ja da auch nochmal schauen. So, wie gesagt, ich laufe jetzt mal ein bisschen rum und suche mal den Tobi. Ob ich den finde, hoffe ich. Leute, ihr werdet nicht glauben, ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe mich angeschlichen, ich habe Tobi gefunden. Unfassbar. Eine ja, geil, Überraschung. Ne? Er steht hinter mir und sagt, hallo, guck mal, wer da ist. Der Hammer. Er wusste nichts. Er wusste, oh. Wir sind echt Freunde geworden. Ja, ist super. Wir verstehen uns super, ne? Ja. Freue mich auf Stuttgart, CMT. CMT müsst ihr auch auf jeden Fall hinkommen. Da müsst ihr uns 10 Tage ertragen, weil da machen wir Halligalli hier. Das wird so cool. Ein Fass auf. Auf jeden Fall. Und jetzt laufen wir beide mal ein bisschen zusammen. Wie in Düsseldorf. Wie in Düsseldorf. Auf geht's. Attack. Dann los.
Was hier auch wieder sehr, sehr schön ist, finde ich, hier stellen sich so die einzelnen Urlaubsregionen vor, ne? Hatte ich ja schon erwähnt. Hier zum Beispiel oder da Ossiacher See, also richtig schön. Und sehr, also hier mit dieser Glaskuppel, ne? Ich versuche euch das mal zu zeigen. Das ist schon ziemlich impulsant. Dadurch hast du es natürlich hier, weil du hast hier den ganzen Tag Licht drin, ne? Das ist nicht dieses Kunstlicht wie in den ganzen Hallen. Das ist natürlich hier richtig schick. Jetzt laufen wir mal ein bisschen bei Hobby vorbei. Schauen wir mal, was die hier so schön stehen haben. Hier schön die Teilintegrierten wieder. Entschuldigung, Husten. Was haben wir noch hier? Oh, schön hier, ne? Optima Deluxe. Ja, was hier natürlich auch wieder nicht fehlen darf, ne? Ist LMC. Hier, das ist auch ganz interessant. Nobel Art. Preis-Leistung echt super. Also Verarbeitung, ich fand das nicht schlecht. Hab mir das mal angeguckt. Müsst ihr mal schauen beim Tobi auf dem Kanal. Der wird da wahrscheinlich noch so das ein oder andere mal von zeigen. Müsst ihr da einfach mal reinschauen. Was haben wir denn hier noch? Da, die schönen Münsterland. Ah, hier hinten wieder Vans. Sind da hinten links. Hier Ahorn-Van. Auch cool. Richtig schick. Und jetzt laufen wir mal in die Halle 5. Da wollte ich nämlich unbedingt noch mal bei meinen Freunden von Camping Wagner vorbeischauen. Da auch noch mal Hallo sagen. Die sind nämlich auch hier in Leipzig. Wir sind beim Camping Wagner angekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier durch und schauen mal. Ja, ja. Vor allem der Stift war gut, ne? Ja, gut. Genau. Hey, da reden ein die Leute an. Das ist unfassbar. Wir sind auf jeden Fall wieder hier. Ja. Ist der Teil einer Camping Wagner ist da, musst du wieder hin. Ja. Ja. Gar nicht lang her und trotzdem wiedererkannt. Aber auch dank der Berichterstattung waren Leute, die sagen, ihr seid doch die Verrückten aus Düsseldorf. Genau. Genau, die sind wir. Egal, wenn du so hängen bleibst, ist egal, die erkennst du wieder und fertig. Der aufgrund des Videos hierher gekommen ist und hat die Scotty gekauft. Ja. Den Scotty Grimm. Bombe. Du weißt ja, wo hier die Sparkasse ist. Ja, genau, das ist die Sparkasse. So, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Wie gesagt, kommt zur TC in Leipzig, kriegt ihr auf jeden Fall wieder alles. Oder guckt einfach in ihrem Online-Shop mal vorbei. Wir quatschen jetzt mal ein bisschen und ich guck mal, dass ich nachher noch was filme. Bis später. Jetzt sind wir bei Tournee hängen geblieben. Und zwar haben die ja auch hier, die Kastenwagen. Und ich bin ja echter Kastenwagen-Fan, auch wenn ich keinen habe, aber ich finde die Dinger echt mega cool. Denn damit kannst du auf jeden Fall irgendwo in der Stadt nochmal normal parken und da kannst du auf jeden Fall was mit anfangen. Schaut mal, ne, also man hat nicht übermäßig lang die Dinger, nicht so breit. Du findest auf jeden Fall noch einen Parkplatz und du hast alles dabei. Also für mich ist Kastenwagen schon eine ziemlich coole Geschichte. Wie seht ihr das? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von Kastenwagen haltet oder was ihr, ob ihr meint, dann doch lieber einen Teilintegrierten. Was findet ihr besser? Schreibt mal gerne unten rein, würde mich mal interessieren. Mal ein bisschen Kuchen essen. Auch geil, schaut mal. Ist auch sehr lecker, schon vorprobiert. Ja? Ist echt lecker. Tobi hat schon mal probiert. Ist auch ein leckerer Preis, aber wenn du Kuchen machst, zahlt man das immer gerne. Auf jeden Fall. Ist schon schön hier. Ja, die Halle ist geil. Die Halle ist schon der Hammer. Eben war mal kurz die Sonne draußen. Hat auch 1 Euro gekauft, gekostet. Was, die Sonne? Die Halle. Achso, die Halle. So, wie gesagt, wir essen jetzt lecker ein Stückchen Kuchen. Wir haben jetzt kurz nach 1. Und dann laufen wir noch ein bisschen rum. Ja, Tobi ist jetzt weg. Wir waren jetzt gerade noch zusammen Kuchen essen, habt ihr ja gesehen. Und ja, der ist jetzt erstmal noch zur Wohnmobil, der muss noch ein bisschen Video schneiden, Akkus laden. Und ja, ich laufe jetzt einfach mal, gehen wir mal hier links. Ich laufe jetzt mal ein bisschen durch die Hallen, schaue mich selber noch mal ein bisschen um. Ich zeige euch mal so ein bisschen noch. Hier ist auch wieder Campwerk. Kennt ihr ja auch alle, denke ich mal. Dann, was haben wir hinten noch?
Francana. Hier ist Campa Dometic. Campa ist ja mittlerweile von Dometic aufgekauft worden. Und die machen jetzt das Ganze unter dem Namen Campa Dometic. Ich denke mal, früher oder später wird das Ganze sich noch umbenannt werden, dass es nur noch Dometic sein wird. Ja, wie gesagt, da hinten ist ja Camping Shop Wagner, hier ist Durema, Hahnzelt ist hier. Und ja, wie gesagt, ich laufe jetzt auch ein bisschen durch die Hallen und schaue mich mal selber ein bisschen um. Und dann melde ich mich vielleicht nachher noch mal ganz kurz, wenn es wieder geht, Richtung Heimat. Aber wie gesagt, ich schaue mich jetzt selber immer ein bisschen um für mich. Also, bis nachher mal. So, ihr Lieben, mal das Mikro richten. Ja, für mich geht der Messetag zu Ende. Ihr seht, es dämmert schon so ein bisschen. Ich werde mich jetzt langsam mal auf den Weg machen zum Flughafen. Ich muss sagen, die Messe Leipzig, die TC Touristik und Caravaning ist echt schön. Viel, viel kleiner logischerweise wie in Düsseldorf, der Caravansalon. Aber das hier hat einen ganz anderen Charme. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, besucht auf jeden Fall mal diese Messe. Denn das ist mal wieder was ganz, ganz anderes. Ich hoffe, euch hat der ganze kleine Rundgang hier auch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Messe haltet. Ob ihr vielleicht wart ihr auch hier. Erzählt mir einfach mal was. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.